Ja, genau. Du hast recht, Murray. Wenn ich all diese Macht hätte, wäre die Versuchung des Bösen einfach zu groß. Ich nehme den Anker. Nimm ihn mit, Sohn. Herzlichen Glückwunsch. Genieße deinen Aufenthalt hier auf Big Woo. Manu. Sieh in dein Herz. Ich bin der Preis, den du wirklich willst. Was? Du hast dir den Anker ausgesucht? Das ist ein wirklich schöner Anker, Murray. Tut mir leid. Ah ja. Ich kann. Nun ist es eine schwere Kuchenform voller Rasiercreme. Wofür soll denn eigentlich ein doofer Haken aus Eisen gut sein? Was machst du da vorne? Ich habe diesen Kuchen gefunden, Mister. Hä? Ah ja, danke, Junge. Schieß schon, schieß schon. Oh, aber ich will die Kanone schießen sehen. Verdreck dich, du halbe Portion. Denk mal nach, ich bezahle dein Gehalt. Willst du, dass ich LeChuck erzähle, dass du hier unzufriedene Kinder herumlaufen hast? Okay, okay, du Kleiner. Hast du was gehört? Nein. Seltsam. Vielleicht ist es die Akustik dieses stinkenden Riesenkopfes. Schnauze, Kleiner! Es ist doch nicht mal ein echter Anker. Ich bin ein echter sprechender Schädel. Nach allem, was wir zusammen durchgemacht. Juhu, stinkender Rattenkerl. Hey, raus da, du Mistkerl. Na, was willst du denn dagegen machen, du verlauster Sack? Das wird dir eine Lehre sein. Ah, ja. Anker. Du hättest sowieso ein lausiges, untotes Monster. Ja, jetzt sei du mal leise. Und also, wie war das gleich noch? Erwarten, der mein Bedürfnis versteht. Furcht und Pest über Leute wie ich. Ein Ei, Pfeffer, Haar des Hundes, der dich gebissen hat. Zu bringen. So, das ist ja wohl eiig genug. Diese Gebäckstückchen lieber für ein anderes Mal auf. Wie Öl und Wasser. Ja. Wenn dir dein Leben lieb ist, Sterblicher, fliehe vor Murray, der Geißel. Was für Schneehörnchen haben Sie? Welche Sorte wolltest du nochmal? Ich habe alle Sorten, die man sich vorstellen kann. Ich habe die größte Auswahl von Schneehörnchen auf der ganzen Welt. Meine Hörnchen sind nämlich so einzigartig, so einfallsreich und so einmalig, dass die meisten vollkommen ungenießbar sind. Lass mich einige aufzählen. Ich habe Hörnchen, die sind nett, welche mit Mett. Kalte Hörnchen, alte Hörnchen, schöne Hörnchen mit Leim, Hörnchen mit Schleim, Hörnchen zum Lecken, Hörnchen, die schmecken, Hörnchen aus Hecken. Ich habe die Hecke meines Nachbarn darin verwendet. Hörnchen mit Schweiß, Hörnchen mit Mais, Bierhörnchen, Tierhörnchen, Bierhörnchen. Und zu Weihnachten, ho, ho, ho. Oh, frohe Hörnchen. Also, was hältst du davon? Ich möchte ein einfaches Hörnchen. Ich will das mit Schleim. Ich würde das frohe Hörnchen nehmen. Tschüss dann. Und wir klauen dir mal die Pfeffermühle. Wenn dir dein Leben lieb ist, Sterblicher, fliehe von... Diese Meringue sieht lecker aus. Haarig. Gepfefferte Güte. Und das Ekel auf der Schneehörnchen isst du mal. Naja, der Pfeffer macht es wenigstens erträglich. Oh, Gefrierbrand. Kapitel 6, Guybrush träumt mal wieder auf. Mhm. Hier aussteigen. Oh,
Wo sind sie? Nehmen wir den nochmal. Ich komme da oben nicht dran. Nein, wir brauchen hier war doch ein Rum irgendwie. Der Nier. Elaine? Ah, Threepwood, du bist das nur. Hast du Elaine gesehen? Sie sagte, sie wollte nur mal in ihrer Nase pudern. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich kann nicht glauben, dass ich schon wieder darauf reingefallen bin. Nun steh still, Junge, damit ich dich verbrennen kann. Was muss man hier nochmal nehmen? Ach ja. Ah, das ist verdammt heiß. Nein! Ach ja, hier braucht man ja nichts. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie das Fass da finden. Warum halten sie hier eigentlich immer so erstaunlich lang an? Hier war jedenfalls irgendwo das Fass. Ah, da. Braucht man noch Dynamit? Obwohl, nee, ich glaube nicht. Oh, nö. Och, lass uns mal in Ruhe, Lichard. Du schon wieder. Du bist mit meiner Achterbahn gefahren. Warum bist du nicht in der Lava gekocht worden? Elaine muss an der Steuerung gespielt und die Strecke umgeleitet haben. Ah, sie wird doch mein Tod sein. Mal wieder. Verfluch doch mal, ich kann nicht anders, als das Kind zu lieben. Friss den Flammentod, Threepwood. Ja, jetzt warten wir nicht so lange. Autsch! Das ist auch voll logisch, dass er so lange wartet. Und hier wieder vorbei. Es ist eines dieser unbrennbaren Dynamo-Abelektrikseile. Das wäre eine lausige Zündschnur. Da, es ist mit Öl vollgesaugt und wahrscheinlich leicht in Flammen. Cool. Geh schon runter. So, Lichard, jetzt musst du aber auch kommen. Ja. Perfekt. Oh nein, es ist LeChuck. Hi, Threepwood. Ich bin es, dein schlimmster Albtraum. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du es noch bereuen, einen Fuß auf Monkey Island gesetzt zu haben.
glücklicher. Aber vergiss nicht deinen Erzrache, Gott Murray. Merke dir meine Worte. Ich werde zurückkehren, um dich zu verfolgen. Hörst du mich? Ich werde zurückkehren. So. Ende. Das war's. Ja, und die ganzen Rollen könnt ihr selber sehen. Ja. Ich würde sagen, das war's von Monkey Island 3. Ob Monkey Island 4 kommen wird, weiß ich noch nicht. Ja. Aber vielleicht. Jetzt könnten wir auch bald mal wieder Star Wars Knights of the Old Republic. Ja, aber wahrscheinlich jetzt erstmal nicht. Weil jetzt hat er schon genug gezockt für heute. Ja, vielleicht vor. Ja. Übrigens, Star Wars Knights of the Old Republic 2 kriegt er ja auch für seine Konsole. Genau. Wovon wir nicht sagen, welches ist, da sonst die ganzen Leute von der anderen Konsole sich fürchterlich aufregen werden. Obwohl ihr das eigentlich wissen solltet, wenn ihr schlau seid. Nein, das haben wir eigentlich noch nie gesagt. Ja, aber das kann man sehr gut herausfinden. Ja, wenn ihr schlau seid, wisst ihr es. Jetzt nämlich hat er wieder dafür zu Ostern auch Knights of the Old Republic 2. Im Moment zocke ich den ersten Teil zum zweiten Mal schon an meiner Konsole. Ja. Und die Konsole ist natürlich ganz eindeutig eine Wii. Genau. Nein, natürlich nicht. Wir hatten schon eine Wii. Also, ihr könnt ja auch meinetwegen nachgucken, dann wisst ihr es genau. Und ich glaube, ich werde da als erstes auch den Jedi Gesandten spielen. Könnt ihr das mal lassen? Übrigens, da ich ja gerade was von Ninjago in der Hand habe, macht auf jeden Fall beim Ninjago Fan Award mit, bei dem ihr eure Fanfilme einreichen könnt, die dann wahrscheinlich auch in die offizielle Ninjago-Geschichte reinkommen. Da kannst du übrigens auch mitmachen. Mit dem Fanfilm, keine Ahnung. Über ihn hier, sage ich nur mal. Muss ich aber nicht. Ja, kannst du aber. Dann hat Herr DK, der momentan, glaube ich, der Einzige ist, der überhaupt das einreichen wird, auf jeden Fall, noch eine Konkurrenz. Und dann wird die Finalshow nicht so langweilig. Übrigens, ihr könnt auch abstimmen, wer die Finalshow denn moderieren wird. Ja, da kannst du gleich auch mit abstimmen, wer die moderieren soll. Ich stimme mit ab. Ja. Weil das kann nur einer der Ninjas moderieren. Ja. Mann, wie lange geht denn das hier eigentlich? Lang. Kann man das überspringen? Nein, kann man nicht. Oh. Dadurch geht's noch länger. Nein. Ja. Na, wie auch immer, ihr habt wohl verstanden, worum das geht. Auf jeden Fall, an dieser Stelle sage ich mal Tschüssikowski. Und bis zum nächsten Mal. Wo wir irgendwas spielen werden.